Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Life of Paul. Heute zeigen wir uns, wie man ein Studio erweitert. So, und auch das ist Life of Paul. Damen-Stretch-Jeans, große Größe für einen der großen Modehäuser Deutschlands, kann ich Kunden leider nicht nennen. Viel Spaß. Die Hüfte wieder ein bisschen zu mir. Ja, ist gut. Kann ich mal ein bisschen zu mir? Richtig da rüber drehen. Mit der Hüfte, genau. Check it out now. I work to pen to make the ink transform on any particular surface the pen lands on. I care if it's hands on. What's the beef? The coolie high coach. Als Stylistin sollte man nie Hüfthosen anziehen. Wir versuchen jetzt gleich mal mit einem kleinen Fersentrick das Ganze euch zu zeigen, was ich meine. An der Ferse noch, Katrin? Sehr gerne. Hier in dem Bereich. Da verarscht mich hier nur. Und ich habe schön hier Maurer-Dekolleté, oder was? Habe ich hier ein Maurer-Dekolleté gehabt? Eine Innenanrichtung vom Meister himself. Sönke Martensen. Heute Dienstag in meiner Woche, heute machen wir Kinder. Mit einem speziellen Kinder-Make-up-Menschen namens Björn. Oder fucking Krischka. Am Start. Was hast du heute Make-up-mäßig gemacht für die Kinder? Wir haben uns heute für ein absolut dezentes Make-up entschieden im Vogue-Kinder-Style. Armani Privé hatte jetzt gerade eine Kollektion rausgebracht für Kinder, die diesen Look verkörpert haben. Und wir haben das heute als Vorbild genommen. Ich denke, das wird ganz gut aussehen. Hallo, hier ist Björn. Wer bist du? Ich muss mir das nochmal ausrechnen, wie das ist. Wir suchen nach einem Auto für ein Shooting. Was ist drauf? Ich bin hier mit dem Rollstuhl im Spiel. Ist er blau?